Das ist natürlich eine wichtige Frage über das Urteil von diesen PlayStation bzw. von diesen Spielen. Ist das eine Sache, die verboten ist, oder ist diese Sache erlaubt in unserer Religion? Natürlich viele Geschwister, mittlerweile habe ich gehört, auch Schwestern. Habt ihr das gehört? Auch Schwestern. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht spielen sie so abwechselnd. Sie sind befallen von dieser Fitna. Und sie sind beschäftigt hauptsächlich mit dieser Fitna, viele praktizierende Geschwister. Was ist das allgemeine Urteil über die PlayStation bzw. diese Art von Spiel? Allah Azza wa Jal sagt uns, er ist derjenige, der euch in dieser, auf dieser Erde alles dienstbar gemacht hat. Das ist eine Ayah, die uns begründet und erlaubt, alles, was nicht Religion ist, in dieser Welt in Anspruch zu nehmen, solange kein Verbot in der Religion darüber herrscht. Du kannst essen, was du willst, außer das, was verboten ist. Du kannst trinken, was du willst, außer das, was verboten ist. Du kannst anziehen, was du willst, außer das, was haram ist. Allgemeines Urteil. Auch im täglichen Leben, wenn wir sagen, du spielst ein Spiel, so ist daran nichts auszusetzen, solange es keine Dinge gibt, Elemente gibt, die haram sind, was das Spiel unerlaubt macht. Bedeutet. Was könnt ihr euch vorstellen, was darin sein könnte, was das Spielen zum Haram machen würde? Na, Musik, sehr gut. Was noch? Bitte? Frauen, nackte Frauen. Ich habe gehört, das ist schon ganz normal in Spielen, dass sie nackte Frauen hereinbringen. Oder halbnackte Frauen. Na, Schirk. Eine sehr verbreitete Sache. Wie, inwiefern? Und ich kriege das ja mit, weil Geschwister mich anrufen und mich fragen. Einer sagte zu mir, es gibt ein Spiel, wo du Tote auferweckst, du selber. Wal'iyadu billah. Das ist eine Eigenschaft, die nur wem gebührt? Allah Azza wa Jal. Ein anderer sagte zu mir, es gibt ein Spiel, wo du den Tag und die Nacht sozusagen drehen und wenden kannst, wie du willst. Das heißt, die Kuffar wissen sehr wohl, welche Eigenschaften Allah besitzt, richtig? Und sie schreiben diese Eigenschaft wen zu? Den Menschen. Wenn sie auch einen Menschen anbeten und denken, das ist ein Gott, dann was können wir von diesen Leuten erwarten? Leute, die nicht unterscheiden können zwischen einem Gott und einem Menschen. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Was gibt es noch an Haram? Hä? Was gibt es noch an Haram? Gewalt, Kriminalität, die einem das Schlechte beibringt. Ich meine, was denkt ihr, warum sind diese Verrückten in Amerika unterwegs? Was denkt ihr? Die lernen von Anfang an ballern. Und dann gibt es jetzt, was ich gehört habe und sogar gestern gesehen habe, Brillen, die einen noch realer dabei sein lassen. Kennt ihr diese Brillen? Wie heißen die? Ja, da seid ihr sofort auf dem Laufenden. VR-Brillen. Virtual Reality. Du bist voll dabei. Du erlebst das hautnah. Und jetzt geht es weiter. Du darfst diese Spiele nicht spielen, wenn sie, was sind eine Zeit? Verschwendung. Gibt es Leute, die ihre Zeit verschwenden an PlayStation? Ich sage dir, es gab welche, die sind gestorben vor der PlayStation. Ja oder nein? Sagt es mir. Sie haben vergessen zu essen. Einer sagte mir, deswegen gibt es jetzt bei Spielen ein Signal nach 3 oder 4 Stunden, wenn er unentwegt spielt. Was kommt dann für ein Signal? Vergiss nicht zu essen, vergiss nicht zu trinken. Es erinnert ihn an seine Dunya. Diese Zeitverschwendung ist haram. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tage der Auferstehung werden sich nicht die Füße von einem Diener nur einen Schritt bewegen, bis er nach 4 Dingen befragt wurde. In einer anderen Überlieferung nach 5 Dingen. Bis er nach seinem Leben befragt wurde, wie er es verbracht hat.
Gefährlich. Was ist noch Haram an diesen Spielen? Wer sagt es mir? Na? Suchtgefahr. Bitte? Suchtgefahr. Suchtgefahr. Wie viele sind süchtig nach diesen Spielen? Sie vernachlässigen sogar ihre Familie. Wir bekommen Anrufe und Mails von Geschwistern, von Schwestern besser gesagt, die uns sagen, dass ihre Männer, die ein Bad haben und in der Moschee Abu Bakr al-Siddiq sind, zu Hause nichts anderes als süchtige PlayStation-Opfer sind. Er ist der PlayStation ausgeliefert. So ein Gerät hat ihn ergriffen. Und sie vernachlässigen dadurch sogar die Gebote Allahs Azza wa Jalla. Eigentlich, wenn wir diese ganzen Elemente nehmen, ist es sehr schwer zu sagen, dass es noch was Vernünftiges, dass es noch etwas an Halal an diesen Spielen gibt. Wie gesagt, Al-Asr, wir haben gesagt, die Grundlage, solange diese Haram-Elemente nicht vorhanden sind, ist, dass das nicht verboten werden kann. Aber wenn wir diese ganzen Elemente hereinnehmen, dann zeigt mir bitte ein Spiel. Es kann sein, dass es so ein Spiel gibt. Aber subhanallah, dann bleibt immer noch die Zeitverschwendung und die Ablenkung. Wer auch das in den Griff bekommt, schön, dass wir mal über dieses Thema geredet haben. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Und ich empfehle, dass die Geschwister von solchen Spielen Abstand nehmen. Denn es gibt wunderschöne Arten und Weisen im Islam, wie man auch relaxen kann, ohne dass man sich der Sucht oder sonstiges aussetzt. Viele Möglichkeiten. Und wir werden inshallah ta'ala mal darüber Unterrichte machen. Aber der Genuss von einem Muslim ist nicht ein Spiel, sondern der Genuss von einem Muslim ist, dass er sich Allah nähert, wenn auch durch Taten, die nicht nur Gebet sind oder Koran lesen sind oder Dhikr sind. Es gibt andere Taten, wo man auch Gutes von Allah bekommt und trotzdem nicht zu denjenigen gehört, die ihre Zeit verschwenden.